klar. Und weil es so langweilig war, hat auch keiner Tonband mitlaufen lassen. Und gesagt, da kommt ja eh nichts raus. So, und dann kommt Schabowski und macht das. Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Zuständige Abteilung Pass- und Meldewesen der VP, der Volkspolizei, Kreisämter in der DDR sind angewiesen, Visa zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen. Ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssen. Ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen. Diese Mitteilung war von außerordentlicher Bedeutung, denn sie bedeutete nichts anderes, als dass die Mauer plötzlich weg war. Ich brauchte einige Zeit, das gebe ich zu, um zu sagen, Grenze ist weg, Mauer ist weg. Es ist diese ganze Vorrichtung, die tödlich ist, ja, wo an der Menschen gestorben sind, erschossen worden sind. Ist plötzlich irrelevant, braucht man nicht mehr. Die Menschen können frei reisen. Das war eigentlich, und ich brauchte so lange, weil ich mit mir gerungen habe, was heißt Privatreisen? Ist das ein Trick, mit dem das Ganze wieder zurückgedreht werden können von irgendwelchen Juristen? Ich habe wirklich mit mir gerungen, was löse ich jetzt aus? Und wie gesagt, ich habe mich dann dazu entschieden zu sagen, Reisen heißt Reisen und frei rein und frei raus und frei wieder rein heißt Mauer weg. Und da habe ich dann die Formulierung gewählt, die Überschrift geschrieben, DDR öffnet Mauer. Die Leute wurden aber neugierig und immer weiter, bis kurz vor Mitternacht sich Menschenmengen an der Mauer, an der Bornholmer Straße gebildet haben, die dann auch schrien, mach das Tor auf, mach das Tor auf. Und die Grenzwachen, die bei ihren Vorgesetzten anriefen und die Vorgesetzten sagen mussten, wir haben keine Befehle, wir wissen es auch nicht. Irgendeiner sagte, zieht euch irgendwie zurück und lasst euch nicht die Waffen klauen. So, mit anderen Worten, wir können nichts machen. Damit war auch physisch die Grenze plötzlich offen, jedenfalls diese eine Nacht. Und da kommt dann dieser angetuckelt, dieser kleine Trabi, und der bleibt dann stehen, aus lauter Furcht, was er jetzt da angesichts dieses Geschiebes überhaupt machen soll. Bis irgendeiner aus der Menge ein Auto, aus dieser Autofahrermenge schnallt, was da los ist. Da kommt einer aus dem Osten und weiß nicht, was er machen soll, wie er hier reinkommt. Reißen die Türen auf, holen andere Menschen mit sich, trommeln dem auf dem Dach rum und sagen, willkommen, willkommen, willkommen im Westen. What all this is that they haven't seen for the past 28 years. The amazing thing is, a lot of them just live only yards away from it all, but never got a sight of it. Und das ist für mich so eine Situation, da habe ich gemerkt, hier ist etwas gekippt, hier ist etwas definitiv verändert, das ist auch nicht mehr rückholbar und das ist das Neue in dieser ganzen Situation. Und ich habe auch gemerkt, dass mir in diesem Moment, ich habe das überhaupt nicht, dass mir die Tränen runtergelaufen sind, ich habe das überhaupt nicht gemerkt.